So, Leute, da sind wir beim nächsten Muster. Und wir haben den Promopack Kamigawa Neon Dynasty. Ich muss sagen, ich finde die Promopacks aus Kamigawa Neon Dynasty so viel hübscher als die Premium-Promopacks. Alleine dieses Pink. Ich liebe dieses Pink. Dann wunderschön Tamio hier in Phyrexianisch drauf. Hammer. Hammer. Und ja, hier wurden die Dinger wieder in den USA gedruckt. Magic, ein Spiel von Richard Garfield. Und ja, bis kurz davor wurden sie ja tatsächlich teilweise in Belgien gedruckt. Hier schon wieder nicht. Und genau, das Ganze ist umgedreht. Gehen wir erstmal mit dem ersten aus dem Weg. Arena-Code gültig bis zum 1. September 2024. Ja, versucht's. Und dann gucken wir uns an, was für Karten wir haben. Wir haben Anrufung der Winde. Vier blaue und ein farbloses. Wir übernehmen die Kontrolle über ein Artefakt oder eine Kreatur und ertappen sie. Enthusiastisches Mechanautum. 2x2/2 fliegend. Artefaktzauber kosten 1 Mana weniger. Das ist so ähnlich wie diese Artefaktkreatur aus Alera. Ich weiß den Namen nicht mehr. Könnt ihr mir bitte mal in die Kommentare schreiben. Und wir haben aufsteigender Rudelführer. Sehr geil. 1 Mana 2-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, kommt er mit Lotus 1-1 Mana ins Spiel für jede Kreatur mit Mana-Betrag 4 oder mehr. Und immer wenn wir eine Kreatur mit Mana, generell ein Zauberspruch, Mana-Betrag 4 oder mehr wirken, legen wir eine Plus 1-2-1 Mark auf den. Sehr, sehr cool. Nicht das geilste Pack. Da könnten halt auch sowas wie Cooler Schock und Busejo und so weiter drin sein oder Otawara. Ja, man kann nicht alles haben, aber ich finde die Promo-Packs immer noch cool. Es sind Quickie-Videos, das wisst ihr auch. Wenn ihr seht, 2 oder 3 Minuten, dann sind die kürzer als sonst. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.